Herzlich willkommen, Bierfreunde. Heute fliegen wir hinweg über den Atlantischen Ozean bis hin nach Kanada. Kanada, das Land der vielen Wälder, des Schnees und des Eishockeys. Weitere Sportarten fallen mir zu Kanada leider nicht ein. Kanada ist jetzt nicht mein erstes Urlaubsziel, wo ich hin möchte. Deswegen fehlen mir da auch ein bisschen Informationen, aber sei es drum. Kanada, das Land der Wälder in einer grünen Flasche. Lauschen wir erstmal den Klängen der kanadischen Nationalhymne und betrachten wir die Landschaft Kanadas und die Prominenz. Ja, wer hätte gedacht, dass The Rock oder Pamela Anderson aus Kanada kommt? Naja, sie ist auch schon ein bisschen gealtert, er wird stählerner denn je. Deswegen alles gut. In diesem Sinne vertesten wir das Moosehead Lager. Ein kanadisches Lagerbier der Moosehead Brauerei. Es hat stolze 5% Alkohol in sich. In diesem Sinne, genießen wir es. Der Geruch ist schon mal angenehm, der aus der Flasche kommt. Also, es ist äußerst spritzig schon vom ersten Beginn an. Wundervolle gelb-goldene Farbe, wie es sich auch für ein Lager gehört. Probieren wir es. Der Geruch leicht zitrusaromatisch, vielleicht ein bisschen Grapefruit-Aromen drin. Ja, wirklich. Das zitrusaromatische sticht einem ganz klar, nicht ins Auge, aber in den Geschmack. Direkt von Anfang an merkt man das. Ich bin positiv angetan von diesem Lagerbier. Es ist sehr frisch, sehr erfrischend, sehr spritzig vor allem. Die Süße des Malzes, die spürt man nicht. Es ist eher die Bitterkeit des Hopfens. Wie gesagt, zitrusaromatisch, Grapefruitaromen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ihr trinkt, ihr verspürt den Grapefruitgeschmack auf eurer Zunge, in eurem Gaumen. Auch bis hinten später, bis es dann den Rachen hinabläuft, einfach sehr, sehr diese bittere Note, sehr angenehm. Nicht wie beim Berliner Weiße. Da wird ja mit Milchsäurebakterien gearbeitet. Ganz anderer Bitterkeitsgrad, aber meiner Meinung nach wird es ja auch eher gemischt. Bin da nicht so der Experte. Ihr hört es, ich komme nicht aus Berlin. Zum Wohl, Freunde. Also, mal ganz ehrlich. Moosehead Canadian Lager. Ich bin richtig angetan davon. Es schmeckt mir sehr, sehr gut. Ich habe selten ein so erfrischendes, spritziges und vor allem zitrusaromatisches, grapefruitaromatisches Lager getrunken. Ich bin wahrlich baff. Ich habe nicht mit so einem guten Bier gerechnet. Kaderverdächtigkeit ist nicht vorhanden. Die Süffigkeit ist sehr, sehr groß aufgrund dieser Erfrischung. Diese erfrischende Brise der Zitrone, des Grapefruit-Aromatischen und der Spritzigkeit ist einfach extrem süffig. Es ist ein leichtes Bier mit trotzdem 5%, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja, aber ich finde, das ist genau das Richtige. Ihr liegt im Sommer bei, keine Ahnung, 10 Grad in Kanada, Spaß beiseite, da wird es sicherlich auch die 25, 30 Grad haben, an einem kanadischen See zwischen Tannen und ihr genießt dieses wunderschöne, kühle Blonde aus der grünen Flasche mit dem Elch vorne drauf. Ihr genießt es auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr süffig,
Und meine Bewertung, die kommt gleich. Ehrlich, Freunde, das ist richtig, richtig gut. Richtig gut. Das Lager von der Mousehead Canadian Lager, also von der Mousehead Brauerei, das Canadian Lagerbier. Ja, das erhält von mir 9 von 10 Punkte. Also, das war richtig, richtig gut. Hat mir wirklich gut geschmeckt. Also, Männer, in diesem Sinne, es war wieder richtig gut. Seid gespannt, wo unsere nächste Reise hingeht. Vielleicht geht es hier auch mal wieder in nähere Gefilde oder ein bisschen weiter weg. Wir werden sehen. Jetzt waren wir in Kanada. Welchen Kontinent bereisen wir als nächstes? Auf jeden Fall abonniert mich hier, aktiviert die Glocke und dort könnt ihr ein anderes Video sehen von meinem Kanal. Bis bald, euer Bierdesign.